Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Eins vorneweg, rechts oben steht Dauerwerbesendung, die steht dort aus rechtlichen Gründen. Dieses Video wurde aber von niemandem finanziert, unterstützt oder was auch immer. Oh, neue Woche, neues GTA 5 Online-Zeitrennen und diesmal sind wir im Observatorium und das ist ein sehr kniffliges Rennen. Ich zeige euch aber, wie ihr das erfolgreich absolviert. Und dafür habe ich die Hakuchi Drag auserwählt. Mit der Barty Sprung habe ich es ein paar Mal versucht, aber hat nie geklappt. Hier sehen wir die Strecke. Ist ziemlich lang, aber man kann auf jeden Fall auch abkürzen. So, dann starten wir mal. So, fahrt am besten genauso wie ich. Dann klappt es auf jeden Fall mit diesem Motorrad. So, hier haben wir gleich schon die erste Abkürzung und die ist hier komplett dreht. Einfach hier runterfahren. Jetzt schön mit Vollgas komplett durch. Hier springen wir leicht. Das ist ein Stunt. So, und hier jetzt auch etwas vorsichtiger fahren, ist ein bisschen knifflig. Hier kann man immer schön Vollgas geben. Und jetzt geht's gleich links hoch. Ja. Also jetzt immer schön mit Vollgas durch. Und jetzt den Stick nach vorne drücken. Quasi, dass der Kopf nach unten geht, damit er noch ein bisschen mehr Speed bekommt. Und jetzt komplett durch. Immer nur fahren, fahren, fahren. Hier an der Brücke müsst ihr auf jeden Fall auch unter einer Minute sein, am besten halt wie ich, ungefähr bei 57, 58 Sekunden, damit ihr das überhaupt noch schaffen könnt. Und hier könnt ihr jetzt auch einfach querfeldein fahren. Auf die Palme aufpassen und auf den Mast hier nicht gegenfahren. So, und jetzt wieder mit Vollgas und nach unten ducken. Und dann geht's gleich rechts rein. Die Hakuchi Drag, da fällt man öfters mal runter. Ja, so. Ich jetzt gerade, aber das lag eher daran, weil ich gegen die Wand gefahren bin und hab's geschafft. Ganz knapp mit rund 2 Sekunden. Ja. So, wenn ihr genauso fahrt, dann schafft ihr das auch und kassiert 100 und 2000 Dollar. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg und dann bis zum nächsten neuen Zeitrennen.